Hallo. Es gibt Menschen, die können unglaubliche Gedächtnisleistungen vollbringen. Zum Beispiel sich in kurzer Zeit Zahlen oder Wörter einprägen und in der richtigen Reihenfolge wiedergeben. Der Rekord liegt bei 1264 Zahlen innerhalb von 30 Minuten und bei 300 Wörtern innerhalb von 15 Minuten. Kannst du dir das vorstellen? In diesem Video geht es um den Lernvorgang im Gehirn. Wir schauen uns Kurz- und Langzeitgedächtnis an, unterscheiden zwischen erlerntem Wissen und persönlichen Erfahrungen, erfahren, wie das Lernen funktioniert und welche Lerntypen es gibt. Schauen wir uns als erstes das Gedächtnis an sich an. Das ist die Fähigkeit des Gehirns, Informationen zu speichern und auf Abruf bereitzuhalten. Das ist überlebenswichtig. Bevor wir uns Informationen dauerhaft merken, werden sie dreifach gefiltert. Somit werden wir nicht mit unwichtigen Details überschwemmt. Jede Sekunde nehmen unsere Sinnesorgane unzählige neue Eindrücke wahr. Nicht alle können weiter verarbeitet werden. Das Zwischenhirn sortiert aus, ist also der erste Informationsfilter. Wichtige Wahrnehmungen sind nun für ca. 10 Sekunden im Kurzzeitgedächtnis gespeichert. Sagt dir jemand zum Beispiel eine Handynummer am Telefon durch, bist du vielleicht in der Lage, diese so lange im Kopf zu behalten. Dann vergisst du sie wieder. Nur vom Gehirn als wichtig erachtete Informationen gehen in das Langzeitgedächtnis ein. Das wiederum gliedert sich in zwei Aufnahmeschritte. Einige Minuten bis einige Tage lang sind Informationen im mittelfristigen Speicher abrufbar. Während das Kurzzeitgedächtnis nur wenige Infos auf einmal erfasst, können hier schon größere Datenmengen gespeichert werden. Diese werden aber nochmals gefiltert, bevor sie in den langfristigen Speicher eingehen. Sie müssen innerhalb der Verweildauer mehrfach wiederholt werden, bevor sie wirklich jahrelang abrufbar sind. Erlerntes Wissen und persönliche Erfahrungen werden in unterschiedlichen Gehirnhälften gespeichert. Denken Menschen an ihre eigene Vergangenheit, ist vor allem die Aktivität ihrer rechten Großhirnhälfte gesteigert. Denkst du zum Beispiel an deinen Schulstoff, an fremde Erfahrungen oder an etwas, das du erlernt hast, ist vor allem deine linke Großhirnhälfte aktiv. Aber wie lernen wir überhaupt? Beim Lernen nutzen wir unsere Erfahrungen, um unser Verhalten an die sich ändernden Umweltbedingungen anzupassen. Das kann auf verschiedene Weise passieren, zum Beispiel durch Gewöhnung. Nehmen wir an, du fängst mit dem Sportklettern an. Am Anfang wirst du Angst vor der Höhe haben, aber mit der Zeit lernen, dass du am Seil gesichert bist. Deine Angst lässt nach und du gewöhnst dich an die Höhe. Ein weiterer Weg ist das Versuch-Irrtum-Prinzip. Kleine Kinder, die Bauklötze aufeinander stapeln, werden anfangs Fehler machen. Der Turm wird einstürzen. Erst nach einigen Versuchen lernen sie, die Klötze direkt aufeinander zu stellen. Ihre zufällige Handlung hat also zum Erfolg geführt und wird wieder genutzt. Durch Nachahmung lernen wir auch. Fährst du zum Beispiel beim Skilaufen einer richtig guten Fahrerin hinterher und guckst dabei auf ihre Bewegung, wirst du sie automatisch nachahmen und ein besseres Fahrgefühl bekommen. Eine letzte Lerntechnik, die ich dir hier zeigen möchte, ist schließlich die der bedingten Reaktion. Ein Hund, der immer gefüttert wird, wenn er den Ton einer Glocke hört, wird diese beiden Dinge miteinander in Verbindung bringen. Nach einiger Zeit reicht der Glockenton, um seinen Speichelfluss anzuregen. Er wird Futter erwarten. Ist dir schon einmal aufgefallen, wie du am besten lernst? Man unterscheidet vier Lerntypen. Manche Menschen speichern Informationen am besten, wenn sie sie lesen. Das sind die Lesetypen.
Verstehst du am meisten, wenn der Lehrer oder die Lehrerin etwas vor der Klasse erklärt? Dann bist du wohl ein Hörtyp oder akustischer Lerntyp. Musst du Dinge sehen, um sie zu verstehen? Gehörst du zu den Sehtypen oder visuellen Lerntypen? Manche Menschen zählen auch zu den Anfasstypen oder haptischen Lerntypen. Sie müssen alles selber machen, zum Beispiel ein Fahrrad selbst reparieren, um zu verstehen, wie die Mechanik funktioniert. Natürlich sind alle Menschen eine Kombination der verschiedenen Lerntypen. Deshalb ist es gut, zum Beispiel bei einem Vortrag verschiedene Sinne anzusprechen. Du kannst über ein Thema sprechen, dessen Inhalte die Zuhörenden in einer PowerPoint-Präsentation mitlesen können. Dazu zeigst du Fotos oder Diagramme und gibst vielleicht sogar noch etwas zum Anfassen rum. Fassen wir noch einmal zusammen. Wir müssen Informationen filtern, um nicht von der Datenmenge überlastet zu sein. Wenige Informationen werden sekundenlang im Kurzzeitgedächtnis gespeichert und gehen dann teilweise ins Langzeitgedächtnis ein. Im mittelfristigen Speicher verweilen sie Minuten oder Tage lang und gehen durch Übung und Wiederholung zum Teil in den langfristigen Speicher ein. Hier können sie über Jahre oder bei regelmäßiger Wiederholung sogar für immer gespeichert bleiben. Lernen tun wir zum Beispiel durch Gewöhnung, Versuch und Irrtum, Nachahmung und durch bedingte Reflexe. Dabei gibt es Lese-, Hör-, Seh- und Anfasslerntypen. Tschüss.